auf jetzt sterben. Moin zusammen. Wir haben drei Maps zur Auswahl. Willow hat gewonnen und wir spielen mit null Beweisen, also ein 8,88-fach, weil wir haben das Sprinten aus. Mal schauen, wie das wird. Breaker ist im Keller. Also, wir bereiten alles vor und mal schauen, wen wir hier haben. Dann rein da. Na, warum hebst du nicht den Schlüssel auf? So. Ghosty Pants. Where are you? Ghosty Pants. Hallo. Oh. Was ist das denn? Da ist nichts. Here. Funktioniert eigentlich das Oh. Parabol? Funktioniert eigentlich das Parabol? Ja, ne? Ja, das müsste funktionieren. Okay, dann kommt er irgendwie entweder aus dem Bad oder hier aus der Küche. Ich glaube hier aus der Küche. Hier unten beim Breaker ist direkt ein Versteck im Keller. Und falls du übers Parabol irgendwie einen Footstep oder ein Whispern bekommst, dann, wenn das ein Moro ist, kann er dich darüber dann verfluchen. Okay, dann gucke ich mal. So, meine Knochen, ne? Also im Keller ist der Knochen nicht. Das heißt, ihr müsst den Rest nur noch absuchen danach. Er muss irgendwo hier, entweder hier Küche, hier oder. Oh, er flüstert. Hier so. Okay. Dann gehe ich mal eben nach meiner Sanity gucken. Ja, du kannst dir dann ruhig eine Kerze schnappen. Die liegen ja alle vor der Tür. Ich habe eine. Was ist denn das Also in der hier? Garage sind versteckt hinter den Kisten da. Er fummelt hier an der Tür rum. In meiner Küche. Hurra, ein Fisch. Hier an der Wohnzimmertür, also vom Wohnzimmer zur Küche, die Tür hat er gerade befingert. Dann ist er in der Küche. Also ich bin jetzt so bei 90, 91% Cent. Ich komme jetzt mit Kerze wieder. Okay, dann gucken wir hier mal nach Orbis. Und wir gucken auch mal, ob das ein Yuhei ist, indem wir das auf die Türen Was ist eigentlich richten. mit dem Deckenlicht? Verliert man durch das Deckenlicht auch Sanity? Ich glaube, es kommt darauf an, wo man steht. Wenn man jetzt so mittendrin steht, verliert man nicht so viel. Und wenn man eher so außen steht, dann verliert man mehr. Okay. Hier, die kann man fotografieren. Warte, ich mache die aber lieber immer zu, weil ich nicht weiß, wie die zählen. Deshalb fotografiere ich immer die Mitte von denen. Okay, wir Ich müssen mal kann jetzt nachher einfach mal hier gucken. stumpf eben stehen mit der Kerze. Ja, du musst da nur so 30 Sekunden oder eine Minute stehen, um das zu testen. So, jetzt müsste schon fast eine Minute um sein. Ich gehe jetzt noch mal gucken. Okay, perfekt. Ist die Küche kalt genug? Okay, keine Sanity verloren, kein Mo. Okay, dann können wir den schon mal ausschließen. Das Komische ist, der ist noch nicht ins Salz gelatscht. Der ist hier aber gerade eben einmal zum Wohnzimmer hingelatscht. Komischer Geist. Könnte ein Wraith sein, eventuell. Das müssten wir gleich mal testen mit einem EMF. Was möchtest du mit dem EMF testen? Ob das ein Wraith ist, teste ich nachher mal. Ich baue da schon mal die Sachen für auf und bereite schon mal das Versteck vorher vor. Also, wie gesagt, falls einer mal nachher den Breaker wieder einschalten muss, da ist auch direkt ein Versteck neben dem Breaker. Unten im Keller, ne? Ja, genau, da sind diese Tonnen. Okay. Okay, dann brauchen wir noch für Phantom eine Fotokamera und wir müssen hier ein paar Kerzen verteilen wegen, Dingens wegen Onryo. Fotokamera liegt doch da schon, aber ich schon noch eine. Ich meine jetzt für da hinten hin, wo wir das gleich testen. Ah ne, ich habe schon eine hingelegt. Okay, hier ist schon eine. Ich wollte schon gerade fragen, hier sind ja keine mehr.
Also von den Temperaturen her war die Küche kälter gewesen. Also ich denke mal, dass das hier dem sein Raum wahrscheinlich ist. Ich guck mal gerade im Schlafzimmer hinten, das Versteck da ist. Haben wir noch ein paar Kerzen? Ich glaube, draußen an der Tür liegen noch ein paar Kerzen. Oh, ist er gerade ins Salz gelaufen? Jo. Okay, dann ist Wraith auch raus. Wraith ist raus und Moroi ist raus. Okay. Okay, jetzt müssen wir nur mal gucken, ob der zu uns roamt. Da war ein Footstep. Wo läuft der hin? Stampfi. Ja, jetzt futtert er wieder an den Türen rum. Er kommt aber nicht zu mir. Okay, wir haben lauter Footsteps. Oh, die Interaktionen haben gezählt. Cool. Der fasst sehr viele Türen an. Vielleicht ein Obacke? Ein Türgesicht. Ja, Buchgesichter gibt es ja diesmal nicht wirklich, ne? Weil wir alles aushaben. Ja, echt, ey. Der liebt alle Türen. Ich gehe mal gerade nach Orbs und so gucken. Dort werden wir nicht kriegen. Das Einzige, was wir kriegen könnten, wären Orbs. Okay, ich guck mal gerade nach Orbs und Sanity dann. Juppidubi. Geisti, mach mal irgendwas auf. Sanity ist bei 94. Okay, also bis jetzt auch noch kein Sanity-Fresser. Dann machen wir mal das Licht aus, dann kann sie auch mal nach den Orbis schauen. Oder so ein bisschen zu helfen, die Orbs zu sehen. Ich hab schon extra das Licht ausgemacht. Achso, ist das aus? Da fühlt es mich heil noch, okay. Wo bist denn du hier überall reingetrampelt? Vielleicht ist mein Bildschirm hier zu heil. Ich guck mal. Hier für die beiden mal hier das Versteck. Also wenn der jetzt bei der hohen Sanity nachher ein Ghost-Event gibt, dann könnte es natürlich auch kein Shade mehr sein, weil ein Shade, der macht das bei, je höher die Sanity ist, desto unwahrscheinlicher und 100. Ich denke mal, es ist bestimmt ein Shade oder so. Oder so ein Lahm. Ja, es kann sein. Ich habe jetzt mal das Licht extra ausgemacht. Vielleicht ist es ja ein Meer, weil ein Meer wird ja aktiver. Jeder Gast wird aktiver, wenn das Licht aus ist, aber ein Meer ist wirklich fast wie ein Shade, wenn das Licht an ist. Wenn das ein Polti wäre, der würde ja auch hier alles rumschmeißen, ne? Ja, der würde zum Beispiel diesen Tisch hier abräumen, aber wir können mal hier so eine Linie bauen, wo wir ihn dann nachher langziehen können für den Ghost Highway. Dann können wir mal gucken, wie die Sachen fliegen. Dann müssen wir aber darauf achten, wie weit die fliegen und wie oft. Welche Aufgaben machen wir an? Die Tür hier, haben wir eine Kamera? Alle. Es brauchst du eh nicht, wir haben schon alle Fotos. Achso, sind die schon voll? Okay, perfekt. Jo. Okay, mit den Kerzen verhält er sich ja einigermaßen normal. Ja, da hat er jetzt noch nicht irgendwie mehrere ausgepustet. Huch, nee, dich wollte ich nicht wegwerfen. So, dann bauen wir mal eine kleine... Jetzt hier noch ein Häufchen. Eine kleine Polti-Linie. Ach, wie schön. Ein schöner Geister-Highway hier. Ja, wir ziehen den nachher einfach hier lang und dann gucken wir mal, wie der die Sachen wirft. So eine kleine schöne Polti-Linie, wo er langlaufen kann. Damit er was zu werfen hat. Auf der Autobahn. Ja, soll es ja auch werden. Das ist ja so eine Autobahn. Aber Stalking-Verhalten macht er jetzt so keins. Also wenn der oft an Türen hantiert, kann das sein, dass das auch ein Obacke ist, weil ich glaube, die haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, an Türen zu fummeln. Ja, stimmt.
kann auch noch sein. Das heißt, wir müssen ihn nachher beim Hand angucken. Das heißt, einer kann ja dann vom Truck aus gucken, wie der, ob der einen Shapeshift macht. Ah, ich habe das andere EMF gefunden. Haha. Also stalken tut der, glaube ich, nicht, weil der ist nicht einmal durch das Salz in der Garage da gelaufen, wo ich den Stalking-Pfad hingelegt habe. Okay, wir haben jetzt die 60% Sanity-Grenze erreicht. Mal gucken, ob er einen Kruzi jetzt annuckelt, weil dann könnte das ein mehr sein, wenn er es jetzt versucht. Natürlich ist die Voraussetzung, dass das Licht auch aus ist in seinem Raum, das ist klar. Okay, keine Reaktion aufs Licht. So, dann tun wir die mal hierher. Event hier drinne. Ja, macht mal ein Foto wegen Phantom. Da liegt eine Kamera beim Kruzi. Hallo. Da liegt eine Kamera hier. Könnt ihr fotografieren? Hallo. Okay, es ist kein Phantom. Was hast du? Kein Phantom, weil sie ist da geblieben. Also sie war noch sichtbar. Ja. Sie war aber süß. Sie blieb so schön da stehen. Ja, das fand ich auch lieb. Dieses Ghost-Event habe ich am liebsten, wenn sie da stehen und singen. Okay, in das Salz hier ist sie ja jetzt nur gelatscht wegen dem Ghost-Event. Ah, kein Gin? So, also kein Phantom, kein Gin, wo bist du? Ja. So, ein Schild könnte sein. Ja, ich lasse mal so. Wahrscheinlich auch kein mehr, weil sie hat noch nicht versucht zu handeln. Ich mach mal den Breaker schnell wieder an. Ein Demon würde ich auch nicht sagen. Ja, wir hatten letztens einen Demon, der hat erst kurz vor 50% angefangen zu handeln. Da müssen wir dann nochmal gucken, weil manchmal halten die sich wirklich sehr zurück. Das Event kam auch vergleichsweise spät, erst bei 60 Sanity. Are you here? Give us a sign. Are you here? Give us a sign. Where are you? Komisch, sie hat noch nicht versucht zu handeln. Show us. Are you here? Give us a sign. Jetzt sei bitte Kangurio. Ja, hier vorne, Shadowform. Ja, sie ist hier in Shadowform. Ich hab die Tür zugemacht. Wir dürfen nicht dabei sein. Machen. Ich find's komisch, dass sie noch nicht huntet. Jetzt huntet sie. Deochen vielleicht wartet. Nein, kein Deochen. Ein Web. Irgendeiner hat was an. Gleich sterben wir. Es ist ein Wave. Ein Wave, so easy ist das. Mit null Beweisen. Ich muss gleich mit ihr spielen, das muss sein. Guter alter Wave. Der gute alte Wavy. Deshalb bin ich erstmal draußen stehen geblieben, weil sie kam so schnell angerast, um zu gucken, ob es ein Deochen ist. Sie ist aber nicht langsamer geworden in meiner Nähe, also wer wie. Dann können wir gehen. Wir haben ja alles. Ihr wisst ja, es ist ein Webinar, mit denen muss ich immer spielen. Die guten alten Revies. Ghosty Pants, are you here? Can you give us a sign? Can you show yourself? Where are you? Show yourself. Give us a sign. Are you here? Ihr wisst doch, mit den Revies muss ich immer spielen. Du hast gerade mit dem Revy gespielt. Und wir haben jetzt ein Perfect.
finden. Ich will sie einmal in der Garage hier um das Auto rum haben. Wir haben doch keine Zeit. Wer sagt das? Guck mal auf die Uhr, ist schon gleich wieder 9:30. Okay, wenn sie mich rauslässt. Nice timing, Webby. Over here. Oh mein Gott. Es muss einfach sein. Ich muss die einfach immer einmal rufen. Komm mir jetzt hier nicht rein mit deinen Füßchen, ne? Das hatte ich nämlich hier letztens mit einem anderen Gast. Webby, hello. Hier. Webby, hello. Webby. Hier, hallo, Webby. Och Mann, ich habe sie in den Keller gejagt. Ja, ihr seht ja, sie hat mich nicht rausgelassen. Ich wollte ja gerade rauskommen. Ich wollte einfach nicht mehr. Sie hat auch gesagt, ich will, dass du aus meinem Haus rauskommst. Da war doch eine Kamera in der Garage. Ihr habt doch gesehen, dass ich versucht habe, rauszukommen. Also bei mir haben gerade die Kerzen hier, die sind jetzt leider ausgegangen, gerade Disco gemacht. Links, rechts, immer an, aus, an, aus. Ja, das ist, wenn man die Dots da in der Nähe hat und zu viele Kerzen, dann glitscht das Licht so lustig immer rum. Das passiert auch oft auf den Campmaps, da sind die auch immer so links, rechts. Tja. Ja, hatten wir einen guten alten Webby gehabt. Habt ihr es eingetragen? Ja. Dann Abfahrt. Ja, bei den Webbys und den Ochens müsst ihr aufpassen, dass ihr die nicht miteinander verwechselt. Deshalb, weil er so spät geerntet hatte, dachte ich, ah, vielleicht ist es ein 40% Hunter, was der Ochen wäre. Und deshalb bin ich erst noch draußen stehen geblieben und habe gewartet. Ich habe gehört, sie ist schnell. Aber sie ist in meiner Nähe nicht langsam geworden. Das war ein Perfect Game. Ja, dann schau dir mal das Sümmchen an mit dem 8,88-fach. Ja, das ist ein schönes Sümmchen. Also ich glaube, das ist so ein Betrag, den kriegt man, glaube ich, für ein Perfect Game auf einer Medium-Map oder auf einer großen Map auf Professional, denke ich mal. So, das sind die Stats. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.